Guten Abend. Ist es in Deutschland unsicherer und gefährlicher geworden? Nein, niemals. Die Antwort darauf hängt auch davon ab, wie man die Kriminalstatistik bewertet, die Bundesinnenministerin und Bundeskriminalamt heute vorstellen. Also ich bewerte die Kriminalstatistik einfach mal anhand der Zahlen und sehe, dass es mit fast 6 Millionen Straftaten eine Steigerung von 5,5% gab und auch bei der vorsätzlichen und einfachen Körperverletzung eine Zunahme von 7,4%, Raubdelikte gingen um 17,4% hoch und so weiter und so weiter. Also wie gesagt, ich bewerte hier mal aufgrund der Zahlen und sehe hier einfach nur drastische Zunahmen. Die einen fokussieren auf den starken Anstieg von Straftaten gegenüber dem Vorjahr. Die anderen verweisen darauf, dass die Zahl der Straftaten insgesamt im Jahre 2014 höher war als 2023. Das ist aber jetzt mal sehr beruhigend. Das stimmt zwar, aber sieht man sich einzelne Kategorien an, ergibt sich wieder ein anderes Bild. So ist die Zahl der Gewalttaten auch in diesem längeren Zeitraum gestiegen. Ach. Was man aus der Statistik herauslesen kann und mit welchen Schlüssen man eher vorsichtig sein sollte, dazu gleich ein Gespräch mit BKA-Chef Volker Münch. Da sind wir jetzt auch mal gespannt. Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Die Reihenfolge war bedächtig gewählt und bösartige AfD-Wähler würden sagen, das hängt alles mit Letzterem zusammen. Es gibt eine gestiegene Gewaltkriminalität, es gibt mehr Jugend und es gibt mehr Ausländerkriminalität. Effekte nach Corona, Inflationsängste, aber auch Migration begünstigen Kriminalität. Man beachte auch hier die Reihenfolge, Nachholeffekte nach Corona, Inflation und dann aber auch die Migration spielen eine Rolle. Junge Männer in wirtschaftlich unsicherer Situation neigen in allen Kulturen dazu. Zusätzlich sind unter Geflüchteten viele mit Gewalterfahrungen, Herausforderungen, nicht nur für die Polizei. Ja, und auch hier tauchen sie wieder auf, die jungen Männer. Oder aber auch nur Männer oder Mann. Ne, wir wissen ja alle, was damit gemeint ist. Millionen Menschen, die ohne deutschen Pass in Deutschland leben und sehr viele davon auch arbeiten, begehen keine Straftaten. Ja, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die nicht arbeiten und extrem viele Straftaten verüben. Wahr ist aber, dass überdurchschnittlich viele Ausländer straffällig werden. Siehste? In der Summe überfordert das unser Land in der Integration. Nicht nur in der Frage, wo die Unterkünfte geschaffen werden, sondern auch, wie setzen sie Schulklassen zusammen? Wie sieht es in den Kitas aus? Und wenn da zu viel aus völlig anderen Teilen der Welt hier ankommen, dann hapert es offensichtlich mit der Integration. Nee, das hängt jetzt weniger an den völlig anderen Teilen der Welt, ne? Weil wenn irgendwelche Asiaten kommen, Inder oder Australier, dann kommen die ja auch aus anderen Teilen der Welt, machen aber wenig Probleme in der Zuwanderung. Nach anfänglichem Zögern hat die Koalition mittlerweile zahlreiche Gesetze und Regelungen verschärft, auch um Abschiebungen von Straftätern zu beschleunigen. Hier gilt der Grundsatz Null Toleranz. Das bedeutet bei ausländischen Tätern neben den unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bisher der Fall war. Die Ampel muss jetzt eine Bereitschaft haben, hier endlich umzusteuern. Und es braucht einen Stopp der illegalen Migration, auch um der Kriminalität hier einen Riegel vorzuschieben. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Die CDU, CSU oder die Verursacher der ganzen Flüchtlingskrise. Noch vertiefen mit dem Chef des Bundeskriminalamts, Volker Münch. Guten Abend, Herr Münch. Da sind wir jetzt aber mal gespannt. Die Statistik, die Sie heute vorgelegt haben, die wird ja auch von Kriminologen betrachtet und die sind dann gar nicht unbedingt so begeistert im Sinne von, oh toll, frische Zahlen, sondern meistens sehr zurückhaltend. Manche sagen sogar, so eine Statistik hat eigentlich gar keine Aussagekraft. Wie ordnen Sie das ein? Marietta Slomka versucht wieder zu verharmlosen. Ja, gar keine, das würde ich so nicht sagen. Man muss natürlich immer sehen, dass es eine Ausgangsstatistik ist, das heißt, sie sagt, was wissen wir über die Straftaten, die in dem Jahr bearbeitet wurden. Das ist nicht das Gleiche, wie was ist in dem Jahr passiert. Zweiter Punkt ist, dass das Dunkelfeld natürlich ein großes ist. Das heißt, es beinhaltet nur die Straftaten, die der Polizei bekannt geworden sind, also angezeigt worden sind oder die sie selber festgestellt hat. Genau, so sieht's aus. Vermutlich ist die Höhe der tatsächlichen Straftaten noch viel, viel höher. Das ist immer die Einschränkung, die man dabei sehen muss. Deswegen machen wir auch gerade aktuell eine Dunkelfeldbefragung, die da
Daten. Die neuen Daten werden aber dann erst zum Ende des Jahres vorliegen. Ja, auf dieses Dunkelfeld verweisen Kriminologen dann auch immer wieder, insbesondere bei dem ja vor allem politisch brisanten und relevanten Thema, wie ist das mit dem Anteil Nichtdeutscher an den Tatverdächtigen oder an Straftätern. Da wird dann zum Beispiel auch darauf verwiesen, dass häusliche Gewalt, die unter einem biodeutschen Ehepaar stattfindet, eher selten zur Anzeige gebracht wird. Aber wenn in einer überfüllten Flüchtlingsunterkunft zwei junge Männer aneinander geraten und sich kloppen, dann ruft natürlich die Heimleitung sofort die Polizei. Also, da haben wir doch die Erklärung, warum die Ausländerkriminalität so hoch ist. Also, dass solche Dinge auch damit reinspielen und verzerrend wirken können. Hier, natürlich gibt es Verzerrungseffekte. Wir haben ein Problem, gerade bei der häuslichen Gewalt. Häusliche Gewalt hatte ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Ich war jetzt eher so bei Gewaltdelikten wie Messerattacken, Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen, schwere Körperverletzungen, aber häusliche Gewalt, also ja, muss man auf jeden Fall mal ansprechen. Dass dort viel eben im sozialen Nahraum passiert und eben nicht angezeigt wird, weil Täter und Opfer eben an einem sehr engen Verbindung miteinander stehen. Aber das wird doch die letzten Jahre wohl ähnlich gewesen sein. Oder? Umgekehrt ist es so, dass wir auch aus einigen Forschungen wissen, dass wenn mir jemand sehr fremd ist, ich auch leichter anzeige. Das heißt, Tatverdächtige ausländischer Herkunft eher zur Anzeige gebracht werden als Deutsche. Auch das ist ein Verzerrungseffekt, den man sehen muss. Könnte es nicht auch Verzerrungseffekte geben, wenn in einer kulturfremden Familie als Beispiel die Frau häusliche Gewalt erleidet und nicht bei der Polizei anruft? Also ich frage für einen Freund. Ja, und die Zahl der Personen, die da überhaupt in Frage kommen, hat ja auch durch die erhebliche Zuwanderung, ist die auch angestiegen. Auch das ein statistischer Effekt. Aber nichtsdestotrotz ist ja der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtigen an der Gesamtzahl der Verdächtigen doch eindrücklich hoch. Also gibt es nicht doch einen Zusammenhang zwischen Einwanderung, bestimmter Form von Einwanderung und Kriminalität. Und langsam wird die Marietta Slomka argumentativ in die Enge getrieben und ja, muss jetzt so langsam mal die Zusammenhänge akzeptieren. Aber was meint sie mit einer bestimmten Art von Zuwanderung? Man muss ganz klar sagen, dass Nichtdeutsche erst einmal häufiger straffällig werden oder der Anteil der Tatverdächtigen höher ist unter Nichtdeutschen als bei Deutschen. Das liegt aber nicht an der Herkunft, sondern das liegt an verschiedenen kriminogenen Faktoren. Also Beispiel geringerer Bildungsabschluss, Zugang zur Leistungsgesellschaft, einen Beruf ausüben können, das schützt vor Kriminalität. Und wir sehen, dass eben die Bildungsabschlüsse bei Nichtdeutschen deutlich geringer sind. Wir haben teilweise mehr Gewalterfahrungen unter denen, die nach Deutschland kommen, bis hin sogar zu traumatischen Erfahrungen. Auch das ist ein Faktor. Das heißt, es gibt schon deutliche kriminogene Faktoren. Der jetzige starke Anstieg, der ist aber, wenn man es im Verhältnis setzt zu dem Bevölkerungsanstieg von Nichtdeutschen, nicht so, dass diese Auffälligkeiten zunehmen, sondern man kann sagen, das entspricht auch dem Anstieg in der Bevölkerung. Also jetzt bin ich total beruhigt, dass die Kriminalität in Proportion mit der Zuwanderung stattfindet. Und dass es keinen kulturellen Hintergrund hat. Na Gott sei Dank. Das ist ein Befund. Der zweite ist, dass wir doch deutliche Anstiege in den letzten beiden Jahren deshalb sehen, weil wir eine hohe Migrationsdynamik erkennen. Das heißt, im Zusammenhang mit sehr vielen Zu- und Wegzügen passiert noch mehr Kriminalität. Also dass mit Zuzug von Migranten noch mehr Kriminalität entsteht, verstehe ich. Aber durch Wegzug? Die Ankunftssituation ist belastend, man ist fremd im Land. Es gibt Konflikte auch zwischen den zu uns kommenden Zuwanderern. Das heißt, auch auf der Opferseite sehen wir einen sehr starken Anstieg von Nichtdeutschen. Puh, das beruhigt mich ungemein. Andersrum kann man sagen, wenn wir Migration gut steuern, wenn sie in einem Rahmen bleibt, wo auch Integration gelingen kann, dann sind das Schutzfaktoren, die wir brauchen, damit Ausländerkriminalität nicht so ansteigt, wie wir es aktuell sehen. Hätte, Fahrradkette. Welche weiteren Faktoren würden Sie sehen für den Anstieg von Kriminalität, insbesondere auch für den Anstieg der Gewaltkriminalität? Der sticht ja am ehesten in dieser gesamten Statistik ins Auge. Jenseits von Zuwanderung? Jetzt wird's interessant. Absolut. Also die Gewaltkriminalität ist auch ein Punkt, der uns Sorge macht. Auch und gerade bei jungen Tatverdächtigen, also Kindern und Jugendlichen. Mhm. Ein guter und bemühter Journalist würde an der Stelle nachfragen, gibt es denn da Unterschiede zwischen deutschen und nichtdeutschen Kindern? Aber wir sind ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich habe jetzt aber hier mal eine schöne Statistik mir gezogen, um mal den Unterschied zwischen deutschen und nichtdeutschen Kindern zu sehen. Und was sehen wir? In der Altersklasse von 0 bis 14 Jahren ist die Zunahme bei der Kriminalität bei deutschen Kindern um 2,8% gestiegen,
bei nichtdeutschen Kindern um fast 31. Ähnlich bei den Jugendlichen von 14 bis 18 Jahren. Hier beträgt die Zunahme bei deutschen Kindern 1% und die Zunahme bei nichtdeutschen Kindern 31,4%. Und ähnlich auch bei den Heranwachsenden. Hier gibt es bei den deutschen Heranwachsenden eine Abnahme, also ein Minus von 4,2% und bei den nichtdeutschen Heranwachsenden eine Zunahme von 27,4%. Das einfach mal zur Vervollständigung. Wir sehen hier zwei Faktoren, die zusätzlich eine Rolle spielen. Zum einen nimmt die gefühlte und auch tatsächliche wirtschaftliche Belastung von Menschen zu. Das war gerade in den Jahren 22 und 23 sehr auffällig. Also die Inflation, die man spürt, die Angst also vom wirtschaftlichen Abstieg, ist ein Faktor, der korreliert direkt auch mit dem Thema Gewaltkriminalität. Aber auch deutsche Kinder hatten doch die gleiche wirtschaftliche Belastung und genau die gleiche Inflation, oder? Dann haben wir auch in der Corona-Zeit natürlich Effekte gehabt, die jetzt im Nachgang nachwirken. Also gerade der junge Teil der Bevölkerung, Kinder und Jugendliche, war sehr stark betroffen von den Corona-Maßnahmen. Jetzt sind sie wieder viel mehr unterwegs. Wir haben also eine höhere Mobilität. Man trifft mehr aufeinander und damit findet auch mehr Kriminalität statt. Was wir aber zusätzlich sehen, ist, dass Forschungsergebnisse zeigen, dass psychische Belastung gerade bei Kindern und Jugendlichen über diese Zeit der Beschränkung hinaus wirkt. Also auch aktuell noch andauert. Und das ist ein Faktor, den müssen wir weiter im Auge behalten, weil diese psychischen Belastungen offensichtlich auch ein Faktor sind, der zu einer höheren Kriminalität beiträgt. Aber auch hier hatten doch deutsche und nicht deutsche Kinder genau die gleichen Belastungen während der Corona-Zeit, oder? Fazit, das wird uns weiter beschäftigen müssen. Wir müssen es weiter analysieren. Wir müssen nachschärfen, was das Thema Prävention angeht, unabhängig von natürlich klaren Repressionskonzepten, dass wir Straftaten verfolgen müssen und uns auf mehrfach Intensivtäter dabei auch konzentrieren. Insgesamt also ein vielschichtiges Thema. Herr Mönch, danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Puh, endlich geschafft, denkt sich Marietta Slomka in dem Moment wahrscheinlich. Na, ist ja auch ein unangenehmes Thema, ja. Aber ich persönlich bin jetzt beruhigt, dass wir endlich die Gründe wissen für die ausufernde Kriminalität in den letzten Jahren, dass es eben keine kulturellen Hintergründe gibt, sondern dass eben Nachholeffekte von Corona verantwortlich sind, die Inflation eine Rolle spielt oder andere wirtschaftliche Zwänge. Also hat mich jetzt ungemein beruhigt. Vielen Dank, ZDF.